Hi, lieber Kevin. Wir haben gehört, dass du im Krankenhaus bist und dass es dir nicht gut geht. Aber wir haben auch gehört, wie mutig und tapfer du doch bist. Aber lass dir eins gesagt sein: Du bist nicht alleine. Die ganze Welt ist da und steht dir bei. Und wir wollen dir auch gerne Mut zusprechen und auch für dich beten und für deine Eltern beten. Der Herr Jesus Christus, er segne euch, heile euch, tröste euch und gebe euch die Kraft, die ihr braucht. In Jesus wunderbaren Namen. Kerem, Jesus hat dir sein Versprechen gegeben, dass er dich niemals alleine lassen wird und dass er jede Sekunde bei dir ist. Egal was du durchmachst, Jesus möchte, dass du weißt, dass er mit dir ist und dass er dich vom ganzen Herzen liebt. Amen. Hallo lieber Kerem, wir denken alle an dich und beten für dich. Gemeinsam sind wir alle stark. Jesus wird unsere Gebete erhören. Er liebt dich und weiß, wie du dich fühlst. Er wird dir Ihr himmlischer Vater, danke für Kerem. Danke, dass du ihn liebst. Bitte segne ihn, bitte heile ihn, bitte halte deine liebende, warme, schützende Hand über Kerem und bitte mach, dass er einfach wieder komplett gesund wird. In Jesus Christus Namen. Amen. Hey Jesus, ich bitte dich darum, dass du Kerem segnest, dass du seine Familie segnest. Ich bitte dich nicht darum, dass du ihn heilst. Du siehst, wie der Kleine leidet, Vater, bitte heile du ihn, wenn es deinem Willen entspricht, Herr, und versorge du ihn und seine Familie und segne du jeden einzelnen Mensch da draußen, der Familie Geld schickt und Spenden schickt, damit die Medikamente für Kerem kaufen können, Vater. Lass deinen Willen dort geschehen, Vater, und bitte versorge du diese Familie und segne diese Familie und lass diese Menschen deine heilende Hände sehen, Vater. Ich bitte dich darum, Herr. Lieber Kerem, wir wünschen dir viel Kraft und auch vor allem deinen Eltern viel Kraft. Wir wollen dich hier ermutigen und ich lese dir einen Psalm vor. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Gottes Segen. Gottes Segen dir. Hier ist Sammy. Und ich weiß, wir kennen uns zwar nicht privat, aber ich will dir trotz allem etwas auf deinen Weg geben. Und zwar, dass Gott immer an deiner Seite ist und du brauchst auf jeden Fall keine Angst haben, denn Gott und wir alle stehen hinter dir. Tschüss. Wir wissen, dass Gott sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Er kam nicht für die Gesunden, für die Kranken und Schwachen. Halleluja. Wir sollen so dankbar dafür sein und wir sollen die Kinder segnen. In seinem Namen sollen wir diese segnen. Lasst sie zu ihm kommen und lasst seine Wunder an ihn uns offenkundig werden. Lieber Kerem, Amen. Sei gesegnet in Jesus Christus Name. Der Herr schenke dir viel Kraft und Mut und beschütze dich in Jesus Christus Name. Was auch immer passieren wird, vertraue auf den Herrn. Was uns Menschen unmöglich ist, ist bei Gott nicht unmöglich. Sei gesegnet. Kerem, dieses Gebet gilt nur für dich. Ich bitte unseren Herrn Jesus Christus, wenn es in seinem Ermessen ist, dass er dich heilt und wieder aufstellt. Dass er dir die Kraft gibt, dass du ein lebendiges Zeugnis wirst für ihn. Dass er dich geheilt hat. Eins der schönsten Wörter, die Jesus je gesagt hat, war: Ich bin immer, immer. Ich bin hier und heute die Auferstehung und das Leben. Jesus greift heute hier ein. Im Namen Jesus Christus danke ich dir. Ich danke dir, Vater im Himmel, für deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, der hier und jetzt eingreift. Kevin, dieses Gebet gilt nur für dich. Amen. Hi Kerem, ich möchte gerne nachher später mit meiner Familie für dich beten. Und wenn du willst, lese ich dir aus der Bibel was vor. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Kerem, du bist nicht alleine, du bist geliebt. Hab gar keine Angst vor dieser Krankheit. Denk positiv und wir, deine Geschwister im Christentum, werden alle zusammen für deine Heilung beten. Du bist nicht alleine und ich wünsche dir vom ganzen Herzen Gottes Segen. Das hier geht ja an die Familie von den kleinen Kerem. Und zwar wollte ich euch eines sagen, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. In Jesaja 53 heißt es, dass wir in seinen Striemen, in seinen Wunden geheilt worden sind. Halleluja. Deswegen bekenne ich jetzt
die Heilung auf den kleinen Kerem in Jesus Namen. Dass du ein Gott bist, der Heilung versprochen hat. Wir danken dir, dass du Autorität gibst zu heilen. Deswegen sprechen wir in deinem Namen heute Heilung aus und Gesundheit, weil du groß bist, weil du gut bist und deine Versprechen. May the Lord bless you and keep you. May his face continue to shine upon you. In Jesus' mighty name, you receive his joy, his peace, his blessing and his strength. Then the joy of the Lord is your strength. You just have to know that you are not alone. You are blessed beyond measures. In Jesus' mighty name, you receive healing. In Jesus' mighty name. That's my prayer. From now, may you be delivered from any sickness. In Jesus' mighty name. Amen. Lieber Kerem, ich möchte, dass du weißt, dass ich für dich bete. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir dieses Video machen, damit du weißt, dass ich für dich bete, dass du ganz schnell wieder gesund bist. Und vergiss niemals, du bist nicht alleine. Ganz liebe Grüße, Marvin. Lieber Kerem, ich möchte dir sagen, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine, sondern wir stehen hinter dir. Und Gott hat mir etwas für dich auf dem Herzen gegeben, dir zu sagen, in Markus 5, 36 steht geschrieben, fürchte dich nicht, glaube nur. Gott wird ein Wunder an dich tun, damit die Menschen erkennen, dass Gott lebendig ist. Der Herr segne dich. Denn in Johannes 14, 14 steht geschrieben, wenn wir dir was bitten, in deinem Namen soll es geschehen. Und wir bitten dich, Jesus, ganz speziell für Kerem, dass du ihn komplett gesund machst. Im Namen Jesus, Amen. Halleluja. Auch ich möchte für Kerem beten. Vater, ich danke dir heute, Gott, Herr, dass du da bist, Herr, und dass du unsere Gebete hörst, Vater. Danke dir heute, Vater, für Kerem, Vater, Herr, dass du, Vater, ihn, Vater, Herr, einfach, Vater, Kraft gibst, Vater, Herr, und dass du die ganze Familie segnest. Vater, mit den Psalm 23, Gott, Herr, Vater, der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts, er weidet mich auf einer grünen Aue, zur Ruhe am Wasser führt er mich. Neues Leben gibt es. Seid damit gesegnet. In den wunderbaren Namen Jesus Christus. Himmlischer Vater, ich bete für den kleinen Kerem. Herr, ich bitte dich um deine Hilfe. Bitte schenke ihm Heilung und Kraft. Und mach ihn bitte wieder vollkommen gesund. Bitte zerstöre im Namen Jesus Christus alles, was diese Krankheit beeinflusst. Dass es jetzt keine Macht mehr über ihn und seinen Körper hat. Herr, ich proklamiere dein Blut über Kerem. Du bist für alle Krankheiten gestorben und der beste Arzt. Ich glaube daran, dass du Kerem wieder heilen wirst. In Jesu Namen. Amen. Vater, ich möchte beten, dass du Kerem jetzt stärkst, dass du ihn beschützt, seine Familie ihm Kraft gibst, mit der Situation klarzukommen, wie sie jetzt gerade ist, dass sie auf dich vertrauen, auf deine Wunderwerke. Denn dir ist nichts unmöglich und wir glauben an dich, Herr, dass du auch Heilung bringen kannst. Wir glauben an dich, dass du die Situation zum Guten verändern kannst. Ich danke dir, dass du dieses Gebet erhörst. In Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet. Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Kerem und liebe Eltern, ich wünsche euch ganz viel Kraft. Weisheit von oben und Segen. Das Himmelreich gehört den Kindern. Und trotz den Umständen, Gott ist da. Wenn ihr mit ihm redet, so wird er euch auch zu. Du siehst Kerem, du siehst, was für Schmerzen er hat. Du siehst, was er braucht. Du kennst seine Sorgen, du kennst seine Ängste. Ich bete einfach dafür, dass du deine schützende Hand über ihn hältst, dass du für ihn da bist. Dass du genau das Richtige machst. Ich danke einfach, dass wir uns auf dich vertrauen und verlassen können, dass du für uns da bist in Notsituationen und dass du genau da auch helfen willst, Herr. In der Bibel heißt es, dass der Herr Jesus Christus unsere Krankheiten getragen, unser Schmerz auf sich genommen hat, damit wir durch seine Striemen, durch seine Wunden Heilung empfangen. Und ich proklamiere das kostbare Blut des Lammes über dich, Kerem, denn das Blut des Herrn Jesus Christus, es reinigt, es heilt, es schützt und bewahrt. Seid gesegnet mit dem wunderbaren Namen Jesus Christus, denn uns ist kein anderer Name gegeben, der uns heilt, außer der Name Jesus Christus.
seid gesegnet.